Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von mir. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich heute auf den Spuren des Feuerteufels unterwegs. Was es hier so alles zu finden gab, das zeige ich euch in diesem Video. Bleibt also eingeschaltet. Für viele weitere Folgen rund um das Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands besucht ihr am besten mal meinen Kanal und schaut wirklich mal rein. Es warten über 170 Folgen auf euch. Und weitere sind schon in der Mache. Entsprechend lohnt sich also ein Abo, wenn ihr versteht. Aber nun geht es erst einmal rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch ein verlassenes Mehrfamilienhaus. Ich werde und wurde in der Vergangenheit und auch erst kürzlich wieder gefragt, woher ich denn meine verlassenen Orte beziehe und wie man am besten verlassene Orte finden kann. Nun dazu gibt es mehrere Antworten. Was meine Person angeht, ich war in der Vergangenheit viele Jahre im Außendienst tätig, was mich kreuz und quer durch Ostdeutschland, vor allem aber durch Sachsen und Sachsen-Anhalt führte. Auch ich kann mir nicht alles merken und am Anfang wollte ich mir eine Karte zu Hause an die Wand machen und dort diverse Pins setzen. Für eine Karte konnte ich mich damals nicht entscheiden, die Pins waren aber schnell bestellt. Sicherlich wäre das Ganze auch ganz nett anzuschauen gewesen, aber wirklich smart war das Ganze nicht, also verwarf ich diesen Gedanken und legte mir stattdessen eine Online-Karte auf Google Maps an. Das könnt ihr übrigens auch tun, ihr braucht bloß ein Google-Konto und dann könnt ihr euch so eine kostenlose Karte gerne zu Hause auch erstellen. Diese sind auch dann von allen Geräten mit eurem Google-Konto abrufbar und das sogar, wenn ihr sie vorher gespeichert habt, offline. Ich begann also alle entdeckten Spots auf eine Karte einzutragen und dasselbe geschah eben mit den Orten, wo ich schon gewesen bin. Es dauerte nicht lang und aus den beiden Karten wurde eine, was sich deutlich besser machte im Handling. Nun, diese Karte habe ich jetzt seit etwa 10 Jahren und sie wird ständig und immer wieder aktualisiert. Die Fleißarbeit sollte sich später auszahlen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo vorbeikam, trug ich die Objekte ein und fuhr später dahin, um sie mir anzuschauen. Hinzu kommt, dass man irgendwann ein Auge dafür entwickelt, was leer stehen könnte oder was verdächtig auf den Satellitenbildern aussieht. Was mir ebenso geholfen hat, war meine Recherchearbeit zu den einzelnen Objekten. Dadurch kommt man auf viele unterschiedliche Seiten im Netz, die über eben solche Orte berichten. Sehr oft bekommt man dann auch Orte gezeigt, die man noch gar nicht kennt, egal ob Villen, Herrenhäuser oder Fabriken. Kurz gesucht, wo die Orte sich befinden und vielleicht auch ein bisschen Glück muss man da haben und man findet die Orte schnell auf der Karte. Meine Karte umfasst mittlerweile rund 1000 Orte und es kommen immer wieder welche hinzu, andere verschwinden oder werden als angesehen markiert. Knapp 380 von den ca. 1000 Markierungen bzw. Orten oder Adressen habe ich schon besucht. Es warten also noch viele, viele weitere auf mich und natürlich auch auf euch.
Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich, glaube ich, erst einmal ein Jahr alles abfahren, was geht. Denn manchmal ist man eben halt auch zu spät und die Orte schon weggerissen, in Sanierung oder schon komplett fertig saniert. Denn die Satellitenbilder, die man auf den Karten bekommt, sind häufig nicht gerade aktuell. Manchmal lohnt es sich auch zwischen Apple-Karten und Google Maps hin und her zu springen. Eins von beiden ist immer ein bisschen aktueller. Über Gleichgesinnte habe ich nun auch von diversen Apps gehört, die einem das Leben wohl einfacher machen sollen. Na, damit habe ich jetzt erstmal keine Erfahrung. Mal sehen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Aber wie macht ihr das eigentlich? Nutzt ihr eine solche Urbex oder Lost Places App? Oder nutzt ihr wie ich einfach Maps und fahrt mal drauf los? Oder habt ihr vielleicht auch einen ganz anderen Weg? Mich würde das auf jeden Fall gerne mal interessieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Das Wohnhaus, was ihr hier seht, hatte ich ebenso via Satellit gefunden und an einem sehr warmen Sommertag im Juli diesen Jahres verband ich diese mit einer anderen Location. Manchmal gibt es auch Street View Aufnahmen, die einem helfen können. In diesem Fall war klar, das wird nichts Historisches werden, aber wie ich in der Vergangenheit immer wieder erzählt habe, auf meinem Kanal gibt es eben auch die verlassenen Orte, an denen jeder vorbeigeht, die vermeintlich kaum Geschichte haben. Dennoch haben auch solche Orte eine Story, weswegen ich mir das Ganze mal angeschaut und für euch ein Video gebastelt habe. Am besten honoriert ihr das hier mit einem Like. Ich danke euch dafür. Das Gebäude umfasst neben dem Keller drei Obergeschosse und einen Dachboden. In manchen Wohnungen war tatsächlich noch das eine oder andere Überbleibsel längst ausgezogener Mieter vorhanden. Ich vermute, dass die letzten Bewohner vielleicht um die Jahrtausendwende auszogen. Die technischen Anlagen im Gebäude erinnerten sehr an die 80er und 90er Jahre. Heute wird es so wohl kaum noch jemand wohnen wollen, außer er wohnt schon 50 Jahre in der Wohnung. Ich hatte erst die Vermutung, dass das Gebäude eine Bauruine sei, nun damit lag ich wohl gänzlich falsch. Aber eine konkrete Antwort, warum das Haus verlassen wurde, fand ich nicht. Jedoch habe ich eine Vermutung, denn direkt nebenan befindet sich eine Schule, also gleich angrenzend an den rückseitigen Hof. Das würde heute wie damals mit Sicherheit den einen oder anderen potenziellen Mieter abschrecken. Wie ihr sehen könnt, hatte es auch heftig im Gebäude gebrannt, sodass man vom Treppenhaus aus in den Himmel schauen konnte. Der Zustand des Dachbodens war also eine Katastrophe. Ob das Feuer nach dem Auszug der letzten Mieter ausbrach oder noch als das Haus bewohnt war, dazu gab es keine Informationen. Ich hatte auch eher mit einem typischen 90er-Jahre-Bau gerechnet, aber es muss in Anführungszeichen deutlich älter sein. Der Zustand hatte sich über die Jahre nicht gerade verbessert, vor allem nach dem Brand im Dachboden. Das Löschwasser und der ständigen Witterung ausgesetzt, verlor das Gebäude mehr und mehr an Boden. In einer Wohnung zog sich ein tiefer, fingerbreiter Riss durch gleich mehrere Räume. Nicht gerade vertrauenserregend, vermutlich nutzten bis zu diesem Zeitpunkt Jugendliche das Haus als fragwürdigen Treffpunkt. Nur etwa drei Wochen nach diesen Aufnahmen brannte es erneut im Gebäude, dieses Mal aber in einer Wohnung statt auf dem Dachboden.
Drei Monate später wurde erneut im Objekt gezündelt. Mit Erscheinen dieses Videos hat es die Stadt und ihre Bewohner seit Wochen mit einem Brandstifter zu tun, der noch immer nicht gefasst ist. Etliche Feuer wurden bereits gelegt. Hoffen wir mal, dass dieser Person bald das Handwerk gelegt wird. Was aus diesem Objekt hier zukünftig werden soll, ist schnell klar. Nach den drei Bränden und dem so schon schlechten Zustand kommt lediglich ein Abriss in Frage. Denkmalschutz ist hier so gut wie ausgeschlossen, bleibt nur noch die Frage nach dem Eigentümer und der Sicherungspflicht. Wahrscheinlich sind die Besitzverhältnisse auch hier etwas unklar, somit sind der Stadt ein Stück weit auch die Hände gebunden. Was ich immer wieder sehr interessant und witzig finde, wenn irgendwo alte Werbeprospekte aus den 90ern und frühen 2000ern umherliegen. Es fühlt sich an wie damals und man staunt nicht schlecht, wie die Preise sich verändert haben und was für skurrile Technik gerade in den 90ern für nicht wenig Geld über die Theke ging. Ich blätter da ganz gerne mal durch, nur macht sich das dann oft blöd mit der Kamera, weswegen da weniger Aufnahmen entstehen. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die ich hier aus diesem Mehrfamilienhaus mitnehmen konnte. Ich hoffe, euch hat diese kurze Folge gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schaut auf jeden Fall jetzt auf meinen Kanal für viele weitere Videos und vergesst nicht, mir mal zu schreiben, wie ihr eure verlassenen Orte am besten findet. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.